Es weihnachtet bei Gardify und was gehört zu Weihnachten? Ein Weihnachtsstern. Aber Weihnachtssterne, das ist vielleicht etwas sehr Schwieriges, denn es ist die empfindlichste Zimmerpflanze der Welt, könnte man fast sagen. Sie ist auf jeden Fall sehr unverstanden. In Südamerika, in Mexiko, wo sie herkommen, Mittelamerika, da sind es ganze Sträucher, große Sträucher, die mehrmals im Jahr blühen. Hier bei uns soll es eine Zimmerpflanze sein. Für ein paar Wochen und das ist oft ein Kurzzeitvergnügen, denn sie sind sehr empfindlich. Deswegen gibt es von mir 5 Tipps, wie man mit dem Weihnachtsstern umzugehen hat. Der Tipp Nummer 1 ist das richtige Gießen. Nehmt abgestandenes Wasser und gießt sie nicht zu dolle. Sie sollen immer leicht feucht sein, aber nicht zu viel bekommen, denn Staunässe verträgt er gar nicht. Also wenn Wasser im Topf steht, lässt er die Blätter fallen. Das gleiche passiert, wenn er zu trocken gehalten wird, lässt er auch die Blätter fallen. Also schön mäßig gießen. Punkt 2 ist der Standort. Und zwar braucht der Weihnachtsstern ganz viel Licht. Jetzt würde man den am liebsten direkt ans Fenster setzen. Keine gute Idee. Pralle Sonne verträgt er gar nicht. Lässt er die Blätter fallen. Also etwas im Raum platzieren, vielleicht hier auf so einem Tisch, wo er noch genügend passives Licht bekommt, aber wo keine pralle Sonne da ist. Nummer 3, das ist die Luftfeuchtigkeit. Direkt über der Heizung ist es viel zu trocken mit der Luft. Auch da wieder lieber im Raum platzieren, wo es ein bisschen angenehmere, feuchtere Luft gibt. Da fühlt er sich dann wohler. Nummer 4, das ist die Temperatur. Weihnachtssterne kommen aus den Subtropen und mögen es ganzjährig warm. Also selbst wenn man ihn kurzzeitig kalten Temperaturen aussetzt, aus dem Geschäft raus, unverpackt, lässt er sofort die Blätter fallen zu Hause. Wundert euch nicht, ihr müsst ihn gut einpacken, wenn ihr ihn aus dem Geschäft holt. Und er darf zu Hause auch keine kalten Temperaturen mehr abbekommen. Das heißt Zugluft etwa, wenn das Fenster hier geöffnet wird, mag er gar nicht. Dann kommt die kalte Zugluft rein, lässt er sofort die Blätter fallen. Ja, das war Nummer 4. Und Nummer 5, das ist was Interessantes. Da kommen wir zur Biologie vom Weihnachtsstern. Der Weihnachtsstern, den könnte man ja theoretisch weiter kultivieren, also ein ganzes Jahr lang als Zimmerpflanze pflegen. Kann man machen. Und dann kommt der Punkt, wie kriegt man ihn wieder zur Blüte? Er wird nämlich langsam grün werden, das Jahr über, und dann muss man mit einem ganz speziellen Trick die Blüte wieder anregen und da kommt ein Karton ins Spiel. Im September müsst ihr auf euren Weihnachtsstern einen Karton stellen. Und in diesem Karton bleibt er jeden Tag für 14 Stunden. Und dann hat er 14 Stunden Dunkelheit. Und dann bleiben 10 Stunden Licht übrig. Und das geht über ein paar Wochen so. Ihr könnt ihn natürlich auch in einen Raum stellen, wo immer auf jeden Fall 14 Stunden Dunkelheit herrscht. Dieser Lichtrhythmus, also der kurze Tag, das ist der Impuls, damit der Weihnachtsstern wieder errötet und Blüten bildet. Das gilt auch für diese ganzen Zuchtformen hier. Es gibt ja viele interessante Zuchtformen, die ganz andere Farben haben. Aber auch die machen das nur, wenn sie einfach diesen Lichtrhythmus bekommen. Und da sprechen die Biologen von sogenannten Kurztagpflanzen. Also sie brauchen den kurzen Tag, um zu blühen. Und wenn wir schon bei der Biologie sind, zeige ich euch mal die Blüten. Das sind nämlich gar nicht die Blüten. Die Blüten sind hier in der Mitte, diese kleinen. Hier sind es noch Knospen, die werden aufgehen, die werden aber nicht viel größer werden. Und da sind dann die Staubgefäße und die Narben. Dort ist die eigentliche Blüte, also was sehr, sehr Kleines. Der ganze rote Schauapparat, sagen wir, diese Hochblätter, dient nur dazu, Bestäuber anzulocken. Also ein großer Trick von der Natur. Ja, jetzt seid ihr in alle Geheimnisse des Weihnachtssterns eingeweiht worden. Und viel mehr Geheimnisse aus der Pflanzenwelt gibt es bei www.gardify.de auf unserer Plattform. Schaut mal rein, meldet euch an. Die ganze Welt der Pflanzen und des Gartens ist dort zu finden. Und abonniert unseren Kanal, gebt uns einen Daumen nach oben und wir sind glücklich. Macht's gut und viel Erfolg mit dem Weihnachtsstern.